Dota 2 Let's Play. Diesmal hoffentlich mit Patch. Habe ich irgendwie Lust drauf auf den Helden. Und ja, würde ich gerne einfach nochmal spielen. Ist ein ganz cooler Char mit seinem Hook. Kann schön ganken, nerven. Ich mag es überhaupt nicht, gegen einen Patch zu spielen. Und schauen wir mal, was der Rest des Teams jetzt so nimmt. Wir haben einen Sniper auf der Safe Lane. Kann man im gegnerischen Team haben wir einen Aichi. Mal sehen, ob der in die Mitte kommt. Auf der Offlane haben wir einen Clockwork. Schon mal nicht schlecht. Shadow Shaman. Hätte ich auch nichts gegen. Schauen wir mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. 13 Sekunden. 10 seconds remaining. Ich werde schon mal mich einloggen. 5 seconds remaining. Und dann geht's jetzt auch schon los. Well, that's going to shake things up. Ich frage erstmal, ob ich zwei Tangos bekommen kann. Can I get two Tangos, please? Thanks. Jetzt haben sie mir vier gegeben. So viele brauche ich dann doch nicht. So, dann gehen wir mal in die Mitte. Bisschen umsortieren hier. Gewinnen wir, was haben wir für ein Team? Pausieren erstmal, weil der Sniper hat einen Disconnect. Mal sehen, ob sie warten. Ich versuche auch auf eine schnelle Bottle mit Patch zu gehen. Und dann möglichst früh auf die Lanes und Ganks zu starten. Damit wir dem gegnerischen Team keine Chance lassen. Ja, ich sag mal, doch, wir gewinnen. Das erste Spiel heute haben wir auch schon gewonnen. Das zweite werden wir jetzt auch gewinnen. Dann haben wir in unserem Team haben wir noch einen Bounty Hunter. Der wird ja dann schön roam gehen, nehme ich mal an. Hoffe ich. Es gibt auch sehr viele, die das nicht machen und stur auf der Lane bleiben. Ein Beastmaster. Lich ist auch nicht schlecht, hat eine sehr starke Ulti. Schauen wir mal. Ansonsten, nach der Bottle gibt es natürlich erstmal Schuhe und dann schauen wir mal. Ich habe den Hook am Anfang jetzt nicht geskillt, wird ja oft gemacht, um hier aus Ruhenspot jemanden rauszuhucken und auf den First Blood zu gehen, aber ich halte Rod dann doch für stärker und effektiver. So, sehr schön, Rune bekommen. Braucht nicht mehr viel bis zur Bottle. Ist am besten schön noch ein bisschen die Creep Wave stoppen. Thanks. Das hat er gut gemacht. Erstmal einen Creep rausgenommen. Ja, Alchi in der Mitte. Das habe ich mir schon fast gedacht. So, das Deny-Spiel können wir auch zu zweit spielen. Den haben wir. Bisschen tanken. So. Den Alchi am besten gar nicht farmen lassen. Sehr schön. Das hat gut geklappt. So, Hook als nächstes skillen. Ah, schade. Aber den Deny holen wir uns. Ja, kriegen wir noch. Ja, kriegen wir noch.
Ah, Mist. So, unsere Bottle haben wir. Bringen wir uns sofort. Ah, Mist. So. Nehmen wir unser erstes Tango. Tango, Tango. So, der Alchi geht schon nach Marune gucken. Vielleicht können wir ihn ja dann auf dem Rückweg schnappen. So, wenn ich meinen Hook habe. Go on him. Das war richtig schlecht. My fault, sorry. Ah, da habe ich spekuliert, dass er eventuell noch einen Sidestep macht, um nach rechts zu gehen und dann genau in meinen Hook läuft, aber nischt, nischt war's. Na? Jetzt gehen wir zum zweiten Mal den Hook, mal sehen. Coming, friend. I'll bring the sword to the land. So. Reizt mich immer, die dann versuchen zu hooken, aber sollte man wirklich nur machen, wenn man eine gute Chance dazu hat auch. So zum Beispiel. Schade. Immerhin saß der Hook. Und wir halten ihn vom Farmen ab, das ist viel wichtiger. So, jetzt gehen wir mal nach der Top-Rune gucken. Dann gibt's gleich Schuhe. Oh, Invis. Damit können wir was machen. Ach so, ja gut. Das unterbricht das Invis. Hätte man natürlich auch wissen können, das ist natürlich schade. Alchi ist natürlich Miss. Wir gehen ganz schnell wieder weg. Nicht, dass er uns noch mit seinem Stun kriegt. Er ist nicht mehr da. Na, der hätte Bounty ein bisschen früher drauf gehen müssen, meiner Meinung nach. Na, schade. Oh, jetzt dürfen wir nicht zu leichtsinnig werden. Haben nämlich auch nicht mehr ganz so viel Leben. Aber die XP nehmen wir mit. Ja, er holt sich dann noch einen schönen Schuss vom Tower. Ich bringe mir mal gerade nur. Ups, keine Tangos, sondern Potion. Gegner hat leider den First Blood jetzt gemacht. Mist. Oh, das kann nicht wahr sein. So, ich nehme die Potion mal. Ich habe keinen Mana. Na, dein Shuriken. Why don't you use your Shuriken? Hätte er machen können. Dann wäre es nämlich ein sicherer Kill gewesen. So, mit unserer Ulti. Na,
IP-Kamera. Können wir jetzt auf jeden Fall gleich mal versuchen, ganken zu gehen. Pushen wir noch ein bisschen Creep Wave. So, gehen dann mal hoch. On my way top. Jetzt geht natürlich die Vision flöten. Oh, den haben wir. Sehr schön. Gehen wir zurück in die Base, da gibt es dann erstmal die Schuhe. Als nächstes, magischen Schaden haben wir eigentlich nicht ganz so viel. Ist die Frage, auf was wir dann gehen. Ich glaube, es wird ein BKB. Wir haben ein paar Stunts auf der gegnerischen Seite. Coming through. Haben wir gerade zwei TPs. So. So, mal sehen. Geht da was? Gehen weg, aber er muss hier Ulti usen, ist schon mal gut. So, wir versuchen hier weiter zu farmen. Sehr schön. So, da unten geht was. Na, schade. Ich laufe hier mit sehr wenig Leben rum. Mal sehen, der Ruhenspot ist leider auch nicht gewardet. Das macht das Ganze sehr gefährlich, aber schauen wir mal, ob ich die bekommen kann. Be careful. Na, kriege ich die Rune vorher? Ja, Hammer. Sehr schön. So, vielleicht geht da noch was. Mir fehlt leider das Leben wirklich, ne? Go back, go back. Ich bring mir mal eine Potion. Mein Dings hier. Dann sollte das mit den Schuhen eigentlich zügig gehen. Ach, da war der Creep im Weg, das habe ich nicht gesehen. So ein Mist.
So ein Mist. So, mal sehen, was wir hier reißen können. Ja. Eventuell wäre auch ein bisschen Mana-Regen gar nicht so schlecht auf Patch. Dafür habe ich ja eigentlich meine Bottle. So, den haben wir. So, mal sehen. Ja, der macht schon Schaden. Let's go for Slaughter, ja. Markiert ihn schon. Los, los, los. Ich glaube, der wittert das aber. Ist aber noch da. Sehr schön. Na, Mist. Blind Hook hätte ja klappen können. Ach, das ist jetzt natürlich ganz ärgerlich. Ja, mit dem Double Kill. Got no Mana, sorry. Kann ich ihm jetzt nicht wirklich helfen. Let's push mit. Ja, jetzt sind sie oben am Tower. Haben sie natürlich schnell geholt mit Alchi. So. Oh, da unten. Was geht da? Haben sie. Bounty, stay there. Didn't pay off. Total spawnage. Smash me. So, ich werde zurückgehen. Haben wir noch einen Killgold? Go back, go back, go back, guys. Ja, wenn der Alchi da Farm hat und die Kills bekommt, das ist natürlich echt nicht ganz so geil. 5-1 steht da. Auch mal verkaufen.
So. So, so, so. Radiant structures are fortified. Da wollte ich nicht hin. Mist. Das war ein Free Kill für die. Ah, Mist, das war echt blöd. Noob-like. Kill geschenkt, Sniper jetzt auch. Hätte sich auch nicht hin-TP'en sollen. Sie denn einen Gem? Nee. So, Mitte wird jetzt schon angegriffen. Schnell in die Mitte. Bounty. Und den holen wir uns. Schnell hier weg. Ah, Mist, der hat seinen Blink. Ja, sehr schön, immerhin noch Alchi geholt. Zu meinem BKB fehlt mir auch nicht mehr ganz so viel. Bounty 1-4, Lich 1-4, Beastmaster 1-4, das alles sieht nicht ganz so gut aus. Vor allen Dingen liegen wir mit den Towern erheblich zurück. We need to push the lanes and get some towers. Ansonsten sehe ich nämlich schwarz für uns. Wieder in die Mitte. Oh, Double Damage nehmen wir gerade mal mit. Go back, guys. Right. Oh, just tap this under here. Ach Mist, jetzt haben wir den Bounty wieder gezogen. So, Double Kill. Na, gegen Alchi haben wir. You have your shuriken ready and your critical strike, why don't you help me? Also den hätten wir auf jeden Fall holen können, hätte der Bounty dann noch mal ein bisschen nachgeholfen. So, als nächstes, ja, mehr Mana. Brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht ein Forstaff, da haben wir auch noch ein bisschen Movement mit. Ich glaube, den gibt's als nächstes. So, die bewegen sich alle irgendwie nach unten. Folgen wir denen mal. In der Mitte.
Mitte scheint sich auch was zu tun. Ne, da war niemand. Noch meine Potion gerade. Ab in die Mitte. Der pusht der Alchi nämlich wie verrückt. Let's go mid and try to take Alchi down. Der farmt da oben die Asians. Mist. Aber nicht ganz bekommen. Also eigentlich gar nicht. Schade, schade, wieder nicht getroffen. Nein. Ach, Mano. Total am Versagen. Bounty soll uns mal ein bisschen Vision am besten geben, genau. Oh, das darf nicht wahr sein. Ja, da müssen wir weg. BBB. So, Sniper, wo war der? Der spielt irgendwie nicht so richtig mit, habe ich das Gefühl. Steht in den Teamfights sehr weit hinten. Macht irgendwie nicht ganz so viel. Hat aber schon 6-2, also irgendwas so schlecht kann er gar nicht sein. So, wieder zurück. So, mal sehen, ob wir da hin. Nee. Niemand will reinlaufen. So, vielleicht kriegen wir ihn, wenn er darüber läuft. Ach Mann! Kann doch nicht wahr sein. Na, wieder ganz spät. Ah, das lief nicht ganz so toll. Ja, das haben sie super gemacht. Hätte ich keine Chance, Dauer gestunt. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken.
Ja, irgendwie klappen die Teamfights bei dem besser. Ist schade. Das ist sehr schade. Vor allen Dingen, weil das Early Game eigentlich so gut gelaufen ist. Gefühlt. Aber Bounty Hunter hat irgendwie ja. Nicht ganz so gut gemacht. Alchi hat jetzt mittlerweile schon zu großen Farmen. Ah, nicht zu weit hinterhergehen. Wenn er tracken kann, wäre gut. Ansonsten versuchen die Lanes rauszupushen. Wieder knapp daneben. Nicht zu offensiv sein. Wir haben wenig Vision auf der anderen Seite des Flusses gerade. Oh, da unten stehen sie. Na, schön draufbleiben. Ach Manno, das klappt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist echt schade. Sein Blink. Alchis Ulti ist echt stark. Obwohl wir ihn gerade eigentlich fast down gekommen hätten. Ist auch schon Level 18, ich bin Level 13. Sniper 15. Hängen alle ziemlich hinterher. So, gleich sind wir wieder da. Sniper hat auch noch echt nicht viel dafür, dass es Minute 30 ist und er eine Hand of Midas hat. Ja, können gerade nicht so viel machen. Weil wir sonst nur wieder gekillt werden. Schwierige Phase gerade. Man kann sich nicht so richtig raustrauen. Ich nehme an, sie werden jetzt gleich hoch Schaden machen und dann werden sie uns den Rest geben. Bounty sollte mal ein bisschen mehr unterwegs sein und tracken. Vor allen Dingen die wichtigen Heroes. Sehr schön, da oben haben sie immerhin den Warlock geholt, genau. So, ich habe gleich mein Four-Stuff ready. Haben wir ein bisschen mehr Movement. Kann aus gewissen Situationen einfacher entkommen. Jetzt wollen sie oben pushen. Let's try to take Wind Ranger on top lane down.
Mal sehen, ob wir sie hier irgendwie schnappen können. Yes. Ja, das ist schon wieder weg. Also die vielleicht haben sie auch gut gewardet. Da war sie gerade wieder. What's that mean? So, Frost, das haben wir. Ja, ich glaube, die sind definitiv bei Roshan. Na, wo ist er? Coming, friend. Mal sehen, ist gar keine schlechte Idee. Vielleicht was mit. Das hat ganz gut geklappt. Das war haarscharf, aber naja, entkommen werden wir nicht damit. Schade. Ja, ich glaube, das war's. Da können wir nicht mehr viel machen. Aichi ist einfach zu stark. Wird auch oft in den Ranked Games einfach deswegen ganz schnell gebannt. Weil er im Moment echt im Meta einfach drin ist. Hätten wir besser rausnehmen müssen. Schade. Jetzt pushen sie oben auch die Lane durch. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, vielleicht hocken wir. Ach man, tu doch deinen Vogel da weg. Na immerhin, doch nochmal gekillt. Comeback is real. Das auf keinen Fall. So, ist irgendwie ein bisschen ätzend, wenn man weiß, dass man eigentlich keine Chancen hat und irgendwie auf den Tod wartet. Auf den sicheren. Wundert mich nur, dass die gegnerische Seite sich irgendwie nicht vornimmt, Roshan zu machen. Das wäre wesentlich einfacher für die, uns zu erledigen. Aber naja. Ja, sind anscheinend noch nicht bei uns. Gehen wir mal mit Lich mit. Da oben ist Warlock. Vielleicht kann man da was machen. Good job. Komm schon, ach. Mann, schade. Na, sehr schön.
kommt Alchi. Er wird dann jetzt wahrscheinlich auch aufräumen. Meine Kamera ist auch wieder viel zu schnell. So. Ist schon besser. Naja, das wird's jetzt gewesen sein. GG, unsere Base auch fast down. Na komm, drei Hits. Den kriegst du nicht. Leider verloren. Hat trotzdem Spaß gemacht, mit Patch zu spielen. Bestimmt bald nochmal. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.